Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Fliesenkleber anrühren und den angemischten Flexkleber danach natürlich auch richtig auftragen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal benötigen wir auf jeden Fall einen Eimer zum Anrühren, einen Eimer mit sauberem Wasser und ich persönlich habe immer noch gerne einen dritten Eimer mit Wasser dabei, wo ich mein Werkzeug anschließend sofort sauber machen kann. Bei kleinen Mengen von Fliesenkleber kannst du das Ganze auch übrigens per Hand mit einer einfachen Kelle anrühren. Wenn du aber trotzdem etwas mehr benötigst, was ja normalerweise auch der Fall ist, dann am besten wirklich mal eine relativ starke Bohrmaschine mit einem Quirl besorgen oder natürlich auch gleich ein spezielles Rührgerät. Ich persönlich empfehle übrigens immer, dass man sich nie das günstigste Produkt zulegen sollte, sondern immer so eine mittelpreisige Variante. Damit fahren wir auf jeden Fall nie verkehrt. Und jetzt sollten wir uns erstmal so viel Fliesenkleber anmischen, wie wir übrigens auch in unserer entsprechenden Zeit verarbeiten können. Nicht, dass der Fliesenkleber danach im Eimer schon etwas antrocknet und wir dann natürlich den Rest einfach wegschmeißen müssen. Der Hersteller gibt auf der Rückseite normalerweise alle wichtigen Daten, wie zum Beispiel Mischungsverhältnis, Verarbeitungszeit, wann das Ganze danach verfugt werden kann und natürlich auch den Verbrauch an. Und normalerweise sagt man auch, bei Wandfliesen wird etwas weniger Wasser dazu gemischt als wie bei Bodenfliesen, da natürlich die Wandfliesen jetzt nicht auch so leicht wegen dem Gewicht nach unten rutschen sollten. In meinem Fall muss so ein 20 Kilo Sack mit 4,4 Liter bzw. 5,6 Liter Wasser für Wandfliesen angerührt werden oder 6,0 Liter bis 6,8 Liter Wasser für Bodenfliesen und danach habe ich dann ca. 20 bis 30 Minuten Zeit, das Ganze ordentlich zu verarbeiten. Ich gebe erstmal die gewünschte Menge Wasser in meinen Eimer, dass der Fliesenkleber danach nicht so stark klumpt und vor allem auch nicht so stark staubt. Und kann dann auch schon den Fliesenkleber hinzugeben. Am besten so tief wie möglich halten, dass auch hier wieder relativ wenig Staub entstehen kann. Im nächsten Schritt können wir auch schon alles mit unserem Quirl auf nicht zu hoher Drehzahl ordentlich vermischen. Ich achte übrigens auch darauf, dass ich natürlich am Boden das Ganze ordentlich vermische und auch am Rand, da sich hier meistens noch trockene Stellen ansetzen. Und falls du mit der Konsistenz übrigens noch nicht zufrieden bist, bei mir ist das Ganze noch ein Ticken zu flüssig, dann ist das auch kein Problem. Du kannst jederzeit etwas Fliesenkleber wieder noch hinzugeben oder natürlich auch dementsprechend etwas Wasser. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden und laut Hersteller sollen wir jetzt übrigens noch unseren Fliesenkleber mal für 5 Minuten reifen lassen und danach das Ganze erneut durchrühren. 5 Minuten sind rum, weswegen ich den Fliesenkleber noch einmal durchmische. Danach erhöhe ich die Drehzahl von meiner Bohrmaschine gerne übrigens nochmal und kann jetzt hier drin nochmal den restlichen Fliesenkleber von meinem Quirl runterbekommen und das Ganze danach natürlich gleich säubern. Die richtige Konsistenz haben wir übrigens, wenn sich das Ganze mit einer Zahnkelle wirklich schön gleichmäßig verteilen lässt und danach beim Abziehen die Kämme hier auch ordentlich stehen bleiben. Würde das Ganze jetzt nämlich zu flüssig sein, dann würde mir die Kämme natürlich nach unten rutschen und wenn es zu fest ist, dann könnte ich meinen Fliesenkleber einfach nicht richtig verteilen. Und somit haben wir Fliesenkleber jetzt auch schon dementsprechend richtig angerührt. Wenn du dir für zu Hause einen Fliesenkleber, eine Zahnkelle, Eimer oder natürlich auch so einen Quirl zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.